und damit herzlich willkommen zu Korrekt oder weg, das Quiz mit Tisch. Heute mit Chill und Opti. Habt ihr auch mal Bock hier zu sitzen, dann schreibt eine tolle Bewerbung in die Kommentare und ja, schreibt, wie alt ihr seid und wo ihr wohnt und eure Telefonnummer am besten auch. Wie schätzt ihr euch ein? Habt ihr schon mal eine Quizshow mitgemacht? Ja. Los geht's. Was heißt Entschuldigung auf Französisch? Pardon. Wer wohnt inner Ananas ganz tief im Meer? SpongeBob Schwammkopf. Calvitis frontalis, der Haarausfall am Haaransatz über den Schläfen, wird umgangssprachlich wie genannt? Keine Ahnung, Bodenkugel. Oh. Ja, aber die hast du doch zu Genüge. Ey, ich sag's euch, meine Haare, in 2 Jahren sind die hier. Wie Vegeta von Dragon Ball, der hat doch keinen Ratzecken. Stimmt, Vegeta hat auch keinen Ratzecken. Ja, ja. Ist das marokkanische Minze? Wie Banana-Tee bei uns. Beste. Wie beim Barca. Also müsst ihr schnell kotzen? Ja. Ihr macht ja auch Getränke, ne? Ihr seid ja auch in der Getränkeindustrie. Wir sind prima Getränke. Was gibt's aber bei wie? Euch? Was gibt's bei euch? Was gibt's ja, so, bei so was Ähnliches, was du getrunken hast, aber schmeckt viel besser, glaube ich. ja, also Nana-Tee, aber richtige marokkanische Minze, Menta Crispa. Jawohl, Alter. Wenn ihr das kennt. Also es ist nicht dieses, was ihr vom Zähneputzen, diese Menthol kennt. Der kickt bös. Der kriegt richtig. Ihr seid Legende, deswegen gib mir mal kurz die Hand, Bruder. Einmal für dich natürlich. Bist dein Herz, mein Ekler, Bruder. Das ist eine Figur, eine Ikone der Popkultur. Ja, Popkultur, ja. Ich habe den verloren, wir spielen weiter. Bist du reif? Was ist das Gegenteil von rechts? Links. Und ich muss so eine, Link. Krass! Alle wie Link gesagt. In welche Richtung dreht sich der Uhrzeiger? Im Uhrzeigersinn. Nach rechts. Aber im Uhrzeigersinn ist schon eine krasse Antwort, Alter. Ja, ich schwöre. Das war hart, ja. Professore. Welche Art von Verkehr herrscht in Großbritannien? Rechtsspurig. Nee, Linksverkehr. Ah, Linksverkehr. Ah, und da kommt schon noch kein Linke! Linke! Sollen wir reden, Linke? Achtung, unterschätzt es nicht, wie du brechen musst. Und? Das ist Essig, Armin Akölm. Nee. Nein, nein, nein. Viel gesünder. Weiter geht's. Wo kommt laut Icke Hüftgold und den Sacknähten die Gurke rein? Unten. Alter, das ist jetzt gar nicht. Ich weiß gar nicht, welcher Kontext das war. Ich hab nur noch Frankfurt Hauptbahnhof verstanden. Ja, in welchem Land liegt die Stadt Marrakesch? In Marokko. Stark. Welches Instrument besingen Udo Lindenberg und Clouseau im gleichnamigen Lied? Cello! Cello! Yeah! 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 Die waren noch so auf mich zeigen, Botte. Wir helfen dir noch. Genug. Ich wusste das, ich kenne das. Bruder, wo hast du hingeguckt? Wir haben alle auf. Ich hätte dir so gezeigt. Die haben extra für mich ein Lied gemacht. Also. Krass. Lecker. Boah, ist das schlimm. Wer doof ist, muss saufen. Weiter geht's. Kennst du, ich lass nicht. Ja, von dem. Wie heißt der höchste schulische Abschluss in Deutschland? Abitur. Unter welchen Namen sind die beiden Rapper Hüseyin Köksecen und Cem Tomaran besser bekannt? Cem und Abdi. Das war eine linke Sache. Das war sehr link, Bruder. Krass, aber auch von dir, wie du uns einschätzt. Ja, du bereitest dich auf unsere Gäste vor, du kennst die Klarnamen nicht. Ich dachte, das ist hier so eine Frage, dass es hier am Tisch sitzt. Jetzt hau dir mal ordentlich was hinter die Kehle. Komm, rein! Aber ich hab's nicht. Boah, Alter! Jetzt echt zum Kotzen. Boah! Wer doof ist, muss saufen. Wie heißt das Hip-Hop- und Reggae-Festival, das jedes Jahr in Köln am Fühlinger See stattfindet? Summer Jam. Jawohl, alle Bratte! Wie nannte sich die Online-Challenge, die im Jahr 2014 auf die Nervenkrankheit ALS aufmerksam machen wollte? Ice Bucket Challenge. Guten Durst.
Welcher Schauspieler spielt in dem Film Scarface von 1983 die Hauptrolle? Stopp! Das ist von 84, glaube ich. Ach so, nicht mehr. Al Pacino, ey, warte, ich wollte doch sagen, Al Pacino. Das war gelten, ja, das war ja sehr gelten, der Pacino. Oh, du hast dich geballert, Alter. Das war Link. Mit was bewarfen Anti-Öl-Aktivisten am 14. Oktober das Sonnenblumengemälde von Vincent van Gogh? Was soll das? Das Pudding oder so? Schwer. Tomaten. Tomatensuppe. Das ist mein dritter, ne? Boah, das ist der ganze. Was du komm, Bruder, einfach, oh, was los mit dir, alle? Boah! Komm, Bruder, steck den jetzt weg, alle. Komm, alle. Jawohl, Alter. Komm, jetzt Freitag. Ja. Liebe Freunde, ich bin raus und gehe jetzt schön. Cheche machen. Cheche machen. Ciao. Boah, Alter. Alter, noch schlimmer. Noch schlimmer. Dreimal schlimmer. Was macht ihr, wenn ihr eine Karte habt? Geht ihr denn gut essen mit am Tag danach, wenn ihr eine dicke Birne habt? Mit Kater streicheln ein bisschen. Dennis, du bist raus. Ja. Weiter geht's. Welche Fastfood-Kette musste aufgrund der RTL-Sendung Team Wallraff kürzlich 5 Filialen schließen? Burger King. Oh, Junge, Junge, Junge. Wer ist seit 1992 Chefmoderator von RTL aktuell? Peter Klöppel. Jo! Den sind alle aufgewachsen, glaube ich. Ja. Welcher US-amerikanische Rapper heißt bürgerlich Curtis James Jackson der Dritte? 50 Cent. Krass. Das ist das Linker. Ja. Welches Klamottenlabel wurde vor kurzem von seinem Gründer an eine gemeinnützige Stiftung zum Schutz des Klimas und der Umwelt verschenkt? Boah, Bruder. Jetzt habt ihr mich gefickt. Ja, jetzt habt ihr mich geballert. Boah, ich liebe euch. Achtung. Es ist was drin. Es ist was drin. Zum Nachspülen. Geht, Alter. Komm, kann man wegschneiden. Das ist voll gut. Das ist gesund. Es ist gesund, habt ihr gesagt, gell? Ja, es ist gesund. Sehr gesund. Es ist gesund, ja. Das ist nicht so schlimm. Da ist Brattee drin. Aber das macht besoffen, Alter. Und, obwohl da kein Alkohol drin ist. Weiter geht's. Aus welchem Land stammt Céline Dion? Schweiz oder Kanada? Schweiz! Oh! Wieso denke ich denn immer Schweiz? Wieso denkt man das? Kanada, jeder Kanadier weiß das. Aber die ist doch beim ESC für Schweiz angetreten. Ja, deswegen! Das war ein Link von den Schweizern. Ich saß, ich für Kanada! Kämpfen, echt? Oh. Für das Königreich, für Kanada. Für die verstorbene Queen. Ihr bringt ja im Jahr 2023, Anfang des Jahres, bringt ihr den Sampler Brille raus. Alle, von links. Bringt der Sampler raus. Ja. Erzählt mal ein bisschen mehr. Den Sampler kannst du theoretisch überall hören, wo du magst. Und das Schöne wird auch sein, es wird es auch physikalisch natürlich geben. Ja. Physikalisch oder physisch? Physikalisch. Physikalisch. Nein, physisch, ja. Sorry. Sorry, physisch. Also physikalisch sind diese Messwerte, ja. Und Titel? Planet E. Weiter geht's. Wie nannte man im alten Japan einen besonders ausgebildeten Kämpfer, der als Spion oder Attentäter eingesetzt wurde? Ninja. Eine Frage. Wie viel hast du jetzt getrunken? Zwei. Aha, ich dachte, du hast auch schon drei. Mit welcher Sportart verbindet man Stephen Curry, Karl Malone und LeBron James? Mit Basketball. Wie heißt unsere aktuelle Bundesinnenministerin? Adios. Ich bin für Stuttgart-Barre, keine Ahnung. Boah, was ein ekelhafter Bruder, Link, gell? Ja. Seid ihr politisch interessiert? Ja. Muss man doch. Und weg den. Es wird wie Batteriesäure. Der war für Nancy Faeser. Ich bade jetzt in Kondensmilch und wünsche euch einen wunderschönen Tag. Tschö. Und damit stehen Chino und Abdi im großen Finale und sie spielen entweder oder! Ich bin ein Song von oder mit Michael Jackson. Heal the World. Ja. Beat It. Ja. Bad. Ja. Good. Nein. Black or White? Ja. Remember the Time? Ja. Genie? Nein.
Billie Jean. Ja. Purple Rain. Nein. You Are Not Alone. Ja. Thriller. Ja. Blood is on the Dance Floor. Nur 2 Sekunden Zeit. Ja. Oh. Der war von mir ganz alter. Hit Me Baby One More Time. Nein. Man in the Mirror. Ja. Dirty Diana. Ja. Schuld war nur der Bossa Nova. Nein. Blame It on the Boogie. Nein. Oh! Ganz alt. Aber dem sagt noch, diese Jackson 5 Lieder, das zählt nicht. Ja, ist auch Michael Jackson parat und auch dabei. Das ist schon regelkonform. Von öffentlich-rechtlichen kann man schon einiges anschauen. Ihr seid schon einer der linkesten, die ich kenne, ja. So, jetzt weißt du, wofür du die GEZ zahlst, Bruder. So, du hast ein Leben verloren, das heißt, wenn du noch einmal falsch antwortest, bist du raus. Jawohl. Und dann wird Cello gewinnen. Okay. Los geht's. Weiter McDonalds Michael Jackson Lieder, gell? Dieser Film basiert auf einer Buchvorlage. Der Herr der Ringe, die Gefährten. Ja. One Night in Paris. Nein. Harry Potter. Ja. Voll normal. Nein. Voll normal, ey. Ey, voll normal. Voll die Seuche. Papa Film, Bruder. Tom Gerhardt, gell? Der ist schon Legende. Die Tribute von Panem. Ja. High-Alarm auf Mallorca. Nein. 50 Shades of Grey. Nein. Oh! Klaro! Alter, welche Bastard schreibt schon was? Ihr wollt, dass ich das noch trinke? Ja. Auf den Glitzer, genau. Oh, letzte. So, direkt der nächste Shot. Weiter geht's. Korrekt oder nicht korrekt? Leonardo DiCaprios neue Freundin ist über 25. Korrekt. Stark. Monaco gehört zu Frankreich. Nein. Der Gitarrist der Band Tokyo Hotel heißt Tom Kaulitz. Nein. Was? Oh! Sänger. Und damit gewinnt Cello korrekt oder weg. Juhu! Hier ist deine goldene Tischplatte. Nehmen Sie dir. Nimm sie mal in die Hand, berühr sie. Ciao, ragazzi. Nein, nein. Natürlich auch ein Riesenapplaus für Abdi. Ey, Bratti, ich bin draußen auf Parkplatz. Wir rennen da weg damit. Das war Cello und Abdi hier bei Korrekt oder Weg das? Mit Tisch. Habt ihr Bock, mal hier zu sitzen? Dann schreibt doch mal in die Kommentare. Und bewerbt euch gerne. Gebt einen Daumen nach oben und haltet die Jungs hier. Habt ihr auf dem Schirm. Hey, warte, ich will auch noch was sagen, die Kamera. Hey, vergisst uns nicht, genau. Ja, Plan genau. T kommt, zahlt GEZ. Richtig, AD, ZDF. Mehr braucht ihr nicht machen. Genau, zahlt GEZ. Kommen wir jetzt zur Endcard. Und zwar gibt es hier oben ein ganz tolles Video von Funk. Ich möchte euch gar nicht spoilern. Hier oben ist es von Funk. Und unten gibt es die letzte Folge von Korrekt oder Weg das? Quiz mit Tschüss.